das Thema China und die Seidenstraße, die Belt and Road Initiative, ist in unserem Fach, im Forenprogramm sozusagen schon mehrfach vertreten. Man merkt dann eben auch, das Interesse von den chinesischen Ausstellern ist deutlich gewachsen, kommen aus China hierher nach München, suchen nach europäischen Partnern. Das ist eine Chance auch für europäische Unternehmen, insbesondere deswegen, weil die chinesische Regierung ja verstärkt auf Import auch setzt. Zum Beispiel die Chinese Import Fair ist gerade in China ein ganz großes Thema. Insofern glaube ich auch, dass es da für europäische Unternehmen Chancen gibt. Das ist eines der Themen, die hier intensiv diskutiert werden. Ein zweites ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung, Artificial Intelligence. Damit beschäftigen sich die Frage sozusagen nach Applications für Artificial Intelligence in der Supply Chain, in bestimmten Logistikanwendungen wird diskutiert im Forum. Und das ganze Thema Fachkräftemangel, Fahrermangel im Lkw-Bereich ist ein großes Thema, nämlich die Frage, ist das Berufsbild heute noch so aktuell, muss es angepasst werden, kann man neue Zielgruppen erschließen? Und dann natürlich auch die gesamte Frage, was passiert mit Autonomous Driving? Wie geht es weiter dann für die Lkw-Fahrer sozusagen? Und da ist aber die Branche sich einig, dass Lkw-Fahrer und der Beruf so noch eine ganze Weile geben wird.